So Leute, dann sind wir beim nächsten Video. Und diesmal machen wir das nächste Innistrad Midnight Hunt Commander Deck auf. Jetzt, wo andere Produkte auch rausgekommen sind, muss ich mal anfangen aufzuholen. Und dachte ich mir, warum nicht mit diesem Commander Deck? Sehr, sehr cooles Teil. Es ist grün-weiß. Es geht um Humans, soweit ich weiß. Und das schauen wir uns gleich mal an. Hier wunderschön zum Ausstanzen. Hinten das nutzlose Teil. Ja, Deck. Das Deck, das Coole, das, was uns interessiert, gucken wir uns jetzt mal an. Weg. Und hier haben wir, hier diesmal mit grün-weiß. Hier wäre cool gewesen, wenn es hier kein Werwolf drauf gewesen wäre. Weil es ist ja der Menschen. Aber gut, was wir machen. Dann haben wir hier wieder eine schöne Anleitung. Einmal Playing the Deck und How to Play Commander. Und einmal die gute Dame und was sie mit dem Deck möchte. Es geht um Witches, um Hexen. Dann gehen wir mal durch die wunderschöne Commander-Karte. Und die ganzen Tokens durch. Und haben Autumn Sovereign, 4 Mana 0, 4 mit Coven. Zu Beginn des Versorgungsmoments, wenn kriegt man eine plus 1 plus 1 Marke. Nee, zu Beginn des Combats kriegt man eine plus 1 plus 1 Marke auf eine Kreatur. What? Wenn man dann eine Kreatur mit. Nee, drei Kreaturen mit unterschiedlichen Mana-Kosten. Nee, unterschiedlichen Power hat, zieht man eine Karte. Wow, what? Ich habe Coven völlig falsch verstanden und falsch gespielt. Strange. Dann haben wir Snake, Wolf, hübscher Wolf. Elephant, Knight, Centaure, ein 4-4 Reno, noch ein Wolf, eine 3-3 Bestie. Die waren damals richtig selten. 4-4 Bestie und ein Eldrazi, what the fuck. Human Soldier, Spider, 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 Wolf, Wolf. Mehr Wölfe braucht das Land. Spirit, Spirit, Spirit. Ja, jetzt habt ihr wieder was zum Belustigen, weil ich muss jetzt wieder schauen, wie ich dieses Teil aufkriege. Haha, diesmal ging es nicht ganz so lange und ich war sehr schnell. So, wir haben einmal diesen Hauptcommander und unser zweiter Commander ist Kyler. Denn niemand ist geiler als Kyler. Sigardas Emissary. 5 Mana 2-2. Immer wenn eine andere Human-Kreatur ins Spiel kommt, kriegt er eine plus 1-1 Marke. Und für jede Marke auf dem kriegt jede andere Kreatur, jede andere Human-Kreatur plus 1-1. Das heißt aber egal welche Marke. Das ist natürlich nice. Das kann man natürlich auch gut abusen, würde ich mal sagen. So, dann gucken wir uns mal die ganzen Karten an, die wir drin haben. Wir haben Celestial Judgment. 6 Mana Sorcery. Für jede unterschiedliche Power zerstört man eine Kreatur auf dem Feld. Also man sucht für jede unterschiedliche Power eine Kreatur auf dem Feld aus und zerstört dann den Rest. So ist es richtig. Das ist krass. Das ist ein Curse. Ich war gerade verwirrt. 5 Mana Enchantment, man enchantet einen Player. Nicht legendäre Kreaturen, die der Enchanted Player hat, sind Base Power und Toughness 3-3 und verlieren alle Fähigkeiten. Das erinnert mich an Humility. Das ist gefährlich nach Humility. Moorland Rescuer. 6 Mana 4-4. Wenn sie stirbt, bringt man eine beliebige Anzahl an Kreaturen aus dem Friedhof mit Power X oder weniger auf das Spielfeld zurück, wobei X die Power von dem ist. Nicht schlecht. Und danach wird er exiliert. Sigardas Vanguard. 5 Mana 3-3 Flash fliegend. Wenn sie ins Spielfeld kommt, sucht man. Nee, oder angreift, so ist es. Sucht man sich eine beliebige Anzahl an Kreaturen mit verschiedener Stärke aus und die kriegen alle Doppelschlag. Diese verschiedene Stärke ist ein Thema. Krass. 3 Mana 3-1 Wachsamkeit, hier auch mit Coven. Und dann kriegen alle Kreaturen Unzerstörbarkeit, wenn man Coven hat. Oder Coven? 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 Ich weiß es nicht, tut mir leid. Wall of Mourning. 2 Mana 0, 4 Defender. Wenn sie ins Spielfeld kommt, exiliert man die oberste Karte des Decks face down für jeden Gegner. Und zu jedem Endstep kann man eine Karte exiliert damit auf die Owners Hand legen. Hä? Hä? Auf
your library for each opponent. Oh mein Gott, ja. Okay, fast schon weißer Card Draw. Celebrate the Harvest. Oh mein Gott, dieses Artwork. 4 Mana Sorcery, man durchsucht sein Deck nach X Standardländern, wobei X die Anzahl unterschiedlichen Angriffsstärken unter Kreaturen ist, die man hat, und legt sie alle getappt ins Spiel. Okay. Curse of the Clinging Webs. 3 Mana Enchanted einem Player. Immer wenn ein Non-Token Creature, die Enchanted Spieler kontrolliert, stirbt, wird sie exiliert und man kreiert einen 1-2 Spell. Das ist stark gegen das andere Deck davon. Heronblade Elite. 3 Mana 1-1 Wachsamkeit und wenn das Spiel wegkommt, legt man so viele +1/+. Nee, immer wenn ein anderer Human ins Spielfeld kommt, legt man eine +1/+1 Mark auf den. Tappen, man macht X Mana, wobei X die Anzahl an der Stärke ist. Kurbrist Harvest Celebrant. 2 Grüne und X. Der kommt mit X +1/+1 Mark ins Spiel. The amount of Mana you have paid, also mindestens 2 Marken, weil man kann beliebig zahlen. Und man kann eine +1/+1 Marke von dem runter machen, um allen Schaden in diesem Zug zu verhindern, die eine +1/+1 Marke Kreatur hat. Also auf eine Kreatur. Schaden, der eine Kreatur mit einer +1/+1 Marke hat. Verwirrend. Ruinous Intrusion. 4 Mana. Man exiliert ein Artefakt, eine Verzauberung oder. Nee, Artefakt oder Verzauberung. Und legt X +1/+1 Marken auf eine Kreatur, bei X die Mana-Value der Permanente ist, die man exiliert hat. Hier. Muss ich ganz kurz einhaken. Midnight Hunt, das Werwolf-Set, hat keinen Werwolf-Commander. Finde ich unterirdisch. Sigarda Sealot, 5 Mana 3-3. Zu Beginn des Combats von eurem Zug könnt ihr für jede Kreatur, die ihr auswählt mit unterschiedlichen Power, dieser Kreatur +6/+X geben, wobei X die Anzahl an seiner Power ist. Wow. Sombrewald Beastmaster, 7 Mana 1-1. Wenn ihr ins Spiel kommt, kriegen wir einen 2-2 Wolf, 3-3 Beast, 4-4 Beast. Und Tokens, die man hat, haben Death Touch. Warum kein Elch? Man hätte ja super 3-3 Elch machen können. Weil das ist ein 3-3 Elch. Angel of Glory's Rise. 7 Mana, 4-6 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, exiliert man alle Zombies und bringt dann alle Humans aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Das ist ein Hammer-Artwork auf dem. Also von dem. Hammer, den habe ich im Legacy mal gespielt. Bastion Protector, 3 Mana 3-3 und Commander-Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen +2/+2 und Zerstörbarkeit. Citadel Siege, 4 Mana Enchantment, wenn sie ins Spiel kommt, sagt man Khans oder Dragons. Bei Khans kann man zu Beginn des Combats vom eigenen Zug 2+1/+1 Marken auf eine Kreatur legen. Und bei Dragons kann man in jedem Combat eine Kreatur, die jeder kontrolliert, tappen. Cleansing Nova, 5 Mana, man zerstört entweder alle Kreaturen oder alle Fakte und Verzauberung. Brauchte wohl mal ein Reprint. Castador Soulbinders. 4 Mana 0-0. Kommt mit X +1/+1 Mark ins Spiel, wobei X die Anzahl an Kreaturen am Feld sind. Für 3 Mana und eine +1/+1 Mark unternehmen, kriegt man 1-1 Spirit. Ach, weil die Human sind. Deshalb sind die hier drin. Ich war gerade verwirrt. Dearly Departed. 6 Mana 5-5 fliegend. Wenn die auf den Friedhof gelegt wird, kriegt jede Human-Kreatur. Ne, solange die im Friedhof ist, kriegt jede Human-Kreatur eine +1/+1 Magne zu erzielen, wenn sie ins Spiel kommt. Okay. Herald of War. 5 Mana 3-3 fliegend. Wenn er angreift, legt eine +1/+1 Magne auf ihn. Angel Spells und Humans kosten 1 Mana weniger zum Casten für jede +1/+1 Magne. Der ist stark. Hour of Reckoning. 7 Mana Sorcery. Man zerstört alle Non-Token Creatures mit Convoke. Die hatte früher ein anderes Artwork. Aber das ist ein sehr schönes Artwork. Knight of White Orchid. 202-2 Erstschlag, wenn sie ins Spielfeld kommt und ein Gegner mehr Länder hat als man selber, kann man einen Plains aus dem Deck suchen und sie getappt ins Spiel bringen. Mikaeos de Lunarch, krass. Ein weißes und X 0-0, kommt mit X +1/+1 Marken ins Spiel und tappen, man kriegt eine +1/+1 Marke auf den, tappen, man nimmt eine +1/+1 Marke von dem runter und legt dann eine +1/+1 Marke auf jede andere Kreatur, die man kontrolliert. Ja, der ist krass.
Der ist wirklich krass. Audric Master Tactician. 4x3/4 Erstschlag. Und wenn er angreift und mindestens 3 Kreaturen mit ihm angreifen, darf man entscheiden, welche Kreaturen blocken in diesem Kampf und wie diese Kreaturen blocken. Das ist sehr, sehr cool. Riders of Gavany. 4x3/3 Wachsamkeit. Wenn das Spiel kommt, suchen wir uns Kreaturentyp aus. Humans, die man kontrolliert haben, Schutz vor diesem Kreaturentyp. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Unbreakable Formation. Ein weißes, 2 farblose Kreaturen, die man kontrolliert haben, Unzerstörbarkeit. Und wenn man für diesen Spell in der Main Phase castet, kriegt man +1/+1 auf jede Kreatur und sie haben Wachsamkeit. Sehr mächtig. Aha. Ich versuche gerade das Set rauszufinden. 5x3/3 zu Beginn des Versorgungsmoments legen mit +1/+1 auf jede Kreatur, die man kontrolliert. Victoria Androny. Ist die aus Kaltheim? Ich glaube ja. Champion of Lamphold. 3x1/1 Kreaturen, die Stärke kleiner als 10 sind, können Kreaturen, die man kontrolliert, nicht blocken. Und immer wenn eine andere Kreatur ins Spielfeld kommt, legen wir einen +1/+1 auf den. Was sehr, sehr cool ist. Death's Presence. 6 Mana Enchantment. Immer wenn eine Kreatur stirbt, legen wir +1/+1 auf eine andere Kreatur, die man kontrolliert, wobei X die Stärke ist. Das ist mächtig. Das ist richtig mächtig. Gyrus Sage, 2x1/2 mit Evolve. Also immer wenn eine Kreatur ins Spielfeld kommt, die vorne oder hinten mehr Stärke hat, kommt eine +1/+1 drauf. Und Tappen für ein grünes, für jede +1/+1 auf dem Ding. Cassic Cagebreacher. 5x3/4, immer wenn der angreift, legen wir einen 2/2 Zombie, getappt angreifenden Spiel, 2/2 Wolf, Entschuldigung, getappt angreifenden Spiel für jede Kreatur in seinem Friedhof. Das ist so ein Finisher für später, das ist ganz cool. Shamanic Revelation, ich komme hier gar nicht aus dem wieder raus, es tut mir leid. 5x Sorcery, wir ziehen eine Karte für jede Kreatur, die wir kontrollieren. Und für jede Kreatur mit Stärke 4 oder mehr dürfen wir noch 4 Leben haben. Sehr cool. Somberwald Sage. 3x01 Tappen für 3 Mana können wir nur für Kreaturenzauber benutzen. Okay, wir haben eine Menge Kreaturenzauber. Vendirius Gearhulk. 5x4/4 Trampel. Wenn er ins Spielfeld kommt, können wir 4+1/+1 Marken aufteilen unter Kreaturen, die wir kontrollieren. Das ist schon stark. Wild Beastmaster. 3x11. Wenn er angreift, kriegen andere angreifende Kreaturen +X+X, wo X seine Stärke ist. Leider kein Trampel, oder? Nee, kein Trampel. Schade. Herons Grace Champion. 4x3/3 Flash Lifelink. Wenn er ins Spiel kommt, kriegen andere Humans, die man kontrolliert, +1/+1 und Lifelink. Ja. Zigarda. Herons Grace. 5x4/5. Ihr und Humans, die ihr kontrolliert, haben Hexproof, weil ihr ja auch selber ein Human seid. Das ist der Witz bei der Karte. Wir zwei Mana exilen eine Karte aus dem Friedhof und kriegen 1/1 Human. Lifecreators Bestiary. 3 Mana zu Beginn des Versorgungsmoments, Scry 1. Immer wenn man Kreaturenzauber castet, kann man ein grünes bezahlen. Wenn man das tut, zieht man eine Karte. Canopy Vista kommt getappt ins Spiel, es sei denn, man kontrolliert 2 oder mehr Basic Lands. Exotic Oshard. Man macht einen Mana von einem gegnerischen Land. Forfeited Village kommt getappt ins Spiel, es sei denn, ihr zeigt einen Forest oder eine Ebene vor. Sungrace Prairie, für ein farbloses Tappen kriegt ihr ein grünes oder weißes. Temple of Plenty, nice, kommt getappt, spielen mit Scry 1. Dann haben wir unsere Commons und Uncommons. Hier immer, wenn mir was auffällt, werde ich euch. Swords, sehr cool. Pilgrim, auch gut. Beast Within. Ja, Eternal Witness, hier sind auf jeden Fall, ist auch gut, eine Menge coole Karten drin. Arcane Signet, Unity. Und dann kommen Crozen Verge, ein paar gute Länder. Ja, nicht so stark wie das Zombie-Deck, aber cool vom Gameplay her, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich cool vom Gameplay her, weil es wirklich sehr simpel mit 4+1/1 Marken arbeitet und großes, dickes Board baut. Ja, ihr könnt mir ja in die Kommentare mal schreiben, welches von beiden ihr euch geholt habt und welches ihr favorisiert. Aktuell favorisiert ich das Zombie-Deck. Das andere Deck, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr das da oben anklicken und könnt das andere Video schauen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexate. Ciao, ciao.